Ich bin ein Kollege vom Hubert Anzenberger, auch am ITZ in Grub, und stelle heute wieder das Braunvieh vor. Die drei Kategorien hat der Hubert gerade schon angesprochen, die gibt es eben auch für die Rasse Braunvieh. Eine Besonderheit, die jetzt beim Braunvieh immer mehr zutage tritt, das ist also die aktuelle Liste dieser klassischen Bullen, dieser alten Bullen mit den Töchtern in dritter Laktation, die ist also sehr übersichtlich, wenn man es sieht, hat aber den Grund, also den Bullen-WIP habe ich beim letzten Mal vorgestellt, dass man ja wie im gesamten Rinderzuchtbereich immer mehr Richtung genomische Jungfernherde gehen in der Besamung und viele Bullen, ältere Bullen, dann zwar noch verfügbar sind, aber nicht mehr im Standardprogramm der Besamungsstationen sind. Die Grenzen hat der Hubert auch schon angesprochen. Das waren jetzt die Grenzen für Braunvieh. Und die Grenzen muss der Bulle also praktisch erfüllen und er muss verfügbar sein. Also angeboten werden, also Standardprogramm, sage ich mal. Verfügbar sind die Bullen aber trotzdem. Also Züchter, Betriebe, die schon noch diese bewährten Bullen wollen, müssen sie sich ja, selber suchen. Dann praktisch den Weg gehen, hier über das Bazi Rind, die Rasse Braunvieh auswählen, dann hier ÖZW anklicken, das sind also diese älteren Bullen. Dann erscheinen Listen, hier eben auch gereiht nach ÖZW. Viele Bullen sind jetzt entweder ausländische Bullen oder nicht verfügbar oder nicht mehr verfügbar, weil sie aufgebraucht sind im Samenvorrat oder ja, abgegangen sind. Andere sind aber, wie ich schon gesagt habe, verfügbar. Und dann muss man sich eben durchklicken. Stamminfo. Und ich möchte heute den Bullen Vespa vorstellen. Ein mischerbig-hornloser Bulle von der Besamungsstation Greifenberg. Und bei dem steht dann eben Samenvorrat vorhanden. Sprich, ein Braunviehzüchter, der den Bullen noch haben möchte, muss eben sich bei der Besamungsstation melden und dementsprechend bestellen. Hier der Vespa. Vespa war der erste hornlose Braunviehbulle, der eine Nachzuchtgruppe gestellt hat. Auf dem rechten Foto drei Kühe damals in Buchloe in der Schwabenhalle. 2018 war das. Die Abstammung ist Weiland, ein Wasiersohn aus einer Hacker, die Cobra, die fünf Kälber gebracht hat. Hacker ist im Braunviehbereich ja, Nutzungsdauer, Fitnessvererber. Mit sehr gutem Exterieur, Fundament, vor allem sehr gut, Euter. Dann zu seinen Zuchtwerten, Vespa, eben mischerbig-hornlos. Warum ich den Stier draußen immer noch auch empfehle, die Auswahl an Hornlosvererbern beim Braunvieh ist noch geringer, wie vielleicht bei anderen Rassen. Aber er bringt jetzt hier Kombination, ordentliche Milchleistung, 700 Kilo plus bei neutralen Inhaltsstoffen. Was ihn besonders macht, ist die Melkbarkeit 123 bei ausreichender Eutergesundheit. Wir haben aber viele Hornlosvererber, die tendenziell eher knappere Melkbarkeiten vererben. Und warum er jetzt nicht mehr in der aktuellen Liste auftaucht, ist die Leistungssteigerung hier bei 90. Die Grenzen unten habe ich nochmal aufgeführt, also wäre 94. Es ist jetzt sicher nicht der perfekte Bulle, er hat seine Schwächen, aber draußen sieht man ordentliche Kühe. Und was ich auch noch positiv erwähnen möchte, ist das Melkverhalten. Also das wird draußen bei den Betrieben schon gelobt, dass es einfach sehr ruhige Tiere sind, die ganz unauffällig beim Melken sind. Und das zeigt auch dieser Zuchtwert mit 113. Im Exterieur möchte ich auf zwei Sachen hinweisen. Also er hat auch wieder eher den mittelrahmigen Typ, der gewünscht ist. Die Oberlinie mit 81 wird von vielen Züchtern als problematisch angesehen. Man muss das aber einordnen. Also die Rasse Braunvieh hat im Gesamten in der Population kein Problem mehr in der Oberlinie. Und wir haben jetzt hier einen Bullen, der eben hornlos ist, mit 81 in der Oberlinie, den man auch problemlos eben auf eine normale Kur in der Oberlinie problemlos einsetzen kann. Das größere Problem bei ihm sehe ich eher in der Beckenvererbung. Hier macht er tendenziell eher ebene Becken. Und was man dann unten auch sieht,
in dem Bereich der Mangel häufig eingefallener Mastdarm. Also Tendenz eher zur Schenkscheide, passt aber auch zu seinem Vererbungsprofil. Er macht eher die schwach bemuskelten Tiere mit einer ebenen Beckenneigung, die dann tendenziell eher hier Senkscheide haben können, wobei sie es eben bei seiner Fruchtbarkeitswert mit 102 nicht zeigt. Ein kleiner Schwenker möchte ich noch zur Halluszucht generell machen. Was mir jetzt bei meinen Betrieben im Braunviehbereich ein bisschen auffällt, ist natürlich hier das klassische Vererbungsbild. Mischerbig hornloser Bulle auf eine gehörnte Kuh macht eben 50-50, also 50% hornlose, mischerbig hornlose Nachkommen und 50% natürlich noch gehörnte Nachkommen. Betriebe, die schon länger mit Hornlos-Genetik besamen, haben natürlich dann den Fall, dass sie auch schon mischerbig hornlose Kühe, weibliche Tiere haben. Und da haben wir dann natürlich auch wieder 25% rein erbig hornlose Tiere. Und ich persönlich kriege das im Außendienst mit, dass auch trotzdem diese Kühe, diese rein erbig hornlosen Kühe, die schon draußen sein müssen oder Rinder, dann immer wieder noch mit Hornlos-Genetik, also mit hornlosen Bullen besamt werden. Und mein Vorschlag oder mein Appell wäre, dass man einfach wirklich sich Gedanken macht, diese rein erbig hornlosen Tiere dann auch wieder mit gehörnter Genetik zu besamen, um Zuchtfortschritt zu generieren und auch eine gewisse Linienvielfalt darstellen zu können. Ein kleiner Schwenk dann noch, das wäre natürlich auch eine super Möglichkeit, Herdentypisierungen auch in ökologisch wirtschaftenden Betrieben noch schmackhafter zu machen, weil man auch an der Typisierung natürlich vom Kalb bereits sagen kann, okay, das Kalb ist rein erbig hornlos und kriegt dann später bei der Besamung einen gehörnten Bullen wieder drauf, eben um Qualität zu verbessern und auch eine Linienvielfalt beihalten zu können. Ich persönlich, ich darf auch mit trauen, die mischerbig hornlosen Tiere mit gehörnter Genetik zu besamen, auch mit dem Risiko, dass eventuell wieder gehörnte Kälber dabei entstehen können. Aber die Betriebe verschenken gute Genetik oder lassen sie weg, wenn sie eben nur immer wieder hornlose Bullen einsetzen, bereits auf Hornlos-Genetik, die sie schon im Stall haben. Dann die zweite Kategorie, die Nachkommengeprüften. Da haben wir schon mehr Bullen jetzt drin. Nummer 1 Amory, Amorsohn, der leider in der Merkbarkeit etwas schwächer ist. Viele Wassli-Söhne, die positiv sind, hat in dem Bereich eigentlich keiner enttäuscht. Und ich möchte mir heute genauer den Vasari anschauen. Ein Wassli-Sohn aus einer Yuleng-Kuh. Und diese Kombination ist wirklich vielversprechend von der Besamungsstation Greifenberg zu seinen Zuchtwerten. Hier deutlich höherer oder der zweithöchste ökologische Milchwert in diesem Bullenpaket, sage ich mal, mit 133. Und er verkörpert eigentlich genau das, was Braunvieh ausmacht. Mittlere Milchmenge, sicher was für die ökologisch wirtschaftenden Betriebe interessant ist, bei wirklich guten Inhaltsstoffen, also vollem Fett, das Eiweiß dann neutral. Gute Werte für Teilkonstitution. Abstriche muss man bei Kalbung und Fruchtbarkeit machen. Und hier ist dann vor allem die maternale Kalbung seiner Töchter zu beachten. Das, was aber noch deutlich positiv ist, ist der Gesundheitszuchtwert Mastitis mit 121. Hier hat er den höchsten Wert der geprüften Bullen. Und dieser Mastitis-Zuchtwert zeigt sich dann auch in dieser Kombination. Merkbarkeit 111 und Eutergesundheitswert doch 100 und trotzdem 111. Also die negative Korrelation hier aufgehoben. Und das ist ja auch das, was der Hubert beim Fleckvieh gesagt hat. Verbesserung der Merkbarkeit, aber dennoch gleichbleibend oder Verbesserung in der Eutergesundheit. Im Exterieur eigentlich keine Schwäche. Diese mittelrahmigen Tiere mit guter Brustbreite, guter Rumpftiefe. Die Oberlinie, wie ich vorher beim Vespa schon gesagt habe, für mich kein Problem mehr, weil wir in der Gesamtpopulation da schon sehr weit sind. Becken in Ordnung, Sprunggelenkswinkelung etwas mehr. Das habe ich ja beim letzten Mal schon gesagt, dass in der Tendenz die Braunviehpopulation eher steiler wird.
Und da ist so ein Bulle, der etwas mehr Winkel vererbt, genau richtig. Also diese 108, die er in der Winkelung hat, sehe ich auch überhaupt nicht problematisch, sondern eher positiv. Im Euter durchwegs positiv, vielleicht die Strichdicke mit 87, wo man berücksichtigen sollte. Die genomischen Jungvererber, da hat es jetzt kleine Verschiebungen gegeben. Der Capo ist neue Nummer 1, ist aber in der Samenverfügbarkeit noch begrenzt. Und andere sind jetzt schon länger dabei, Chagall oder Hustler. Ich habe mich jetzt hier für den Bullen Vesteras entschieden, den ich kurz präsentieren möchte. So, ein Foto von Vesteras. Vasli, also Vasilino, ein Vasli-Enkel praktisch. Und die Mutter Verdi. Da unten habe ich es dann auch nochmal aufgeführt. Gesext verfügbar. Für mich im Braunviehbereich immer wichtiger werdendes Thema. Mir ist bekannt, dass nicht alle Bioverbände gesext Besammlungen erlauben oder gern sehen. Aber unsere Kälberpreise für die männlichen Braunviehkälber sind einfach schlecht. Und von der Wirtschaftlichkeit muss man sich mit dem Thema Gesächsbesammlungen immer mehr befassen. Und züchterisch ist es natürlich auch interessant. Die ganzen schlauen Ausführungen, die wir jetzt machen, sind hinfällig, wenn dann wieder das Bullenkalb auf dem Betrieb erscheint und zur Mast geht. Also auch züchterisch macht es natürlich durchaus Sinn, wirklich gute Kühe oder Rinder mit gesächstem Sperma zu besamen und dann eben den maximalen Zuchtfortschritt zu generieren. Im Endeffekt ist aber natürlich jedem seine Entscheidung, wie er zu diesem Thema steht. Für mich persönlich muss es aber gerade für die Rasse Braunvieh, muss die Bedeutung immer größer werden oder der Einsatz. Zu seinen Zuchtwerten, auch hier normale gute Milchmenge, positive Inhaltsstoffe, dann hier wieder gute Werte für Konstitution, Persistenz, Leistungssteigerung. Ein Punkt, der mir hier auch wieder positiv aufgefallen ist, ist sein Befruchtungswert plus 4. Das ist also die Befruchtung seines Spermas. Und diesen Wert sollten die Landwirte, die Züchter auch immer mehr im Blick haben. Jeder hat Kühe, die einfach in der Fruchtbarkeit vielleicht schlecht sind. Und da sollte man schon gezielt versuchen, nach der dritten, vierten Besamung auch mal einen Bullen zu suchen, der auf der anderen Seite vielleicht in dem Befruchtungsbereich besser ist. Aber im Exterieur, also ganz kurz vielleicht noch die Haltbarkeit mit 97, natürlich ein genomischer Bulle, noch nicht abgesichert. Bei ihm sieht man aber hier gegenläufig heute Gesundheitswert 117, Haltbarkeit etwas knapper, sollte man bei der Anpaarung berücksichtigen. Im Exterieur keine Schwäche, keine mittelrahmige Tiere, wie wir schon besprochen haben, gute Bemuskelung, so an sich Korn, keine Auffälligkeiten. Warum mir der Bulle eigentlich aufgefallen ist, oder wie ich auf ihn gekommen bin, war sein Vater, der Vasilino. Wir sehen draußen wirklich gute, tolle Vasilino-Töchter, im Exterieur sehr gute Fundamente, gute Euter. Und dann habe ich mir eigentlich gedacht, ich könnte den Bullen heute als geprüften Vererber vorstellen. Bin dann aber über seinen Fruchtbarkeitswert gestolpert, 85. Und mit dem Wert ist er natürlich nicht zu empfehlen. Und dann habe ich eben nachgeschaut, was ist eben sonst noch von ihm da. Und da kann man ganz schön auch bei uns im Bazi, wenn man auf die Söhne klickt, durchschauen, was ist eben von ihm vielleicht schon an die Station gegangen. Und dann bin ich auf den Vesteras gestoßen. Und er hat eben jetzt hier mit 102 Fruchtbarkeitswert einen durchschnittlichen Wert. Natürlich noch genomischer Zuchtwert, noch nicht abgesichert. Aber die Kombination der Vasilino und Muttersvater Verdi in der Fruchtbarkeit sehr gut, mit 115 im Zuchtwert. So eine klassische Ausgleichspaarung, Vater schlecht, Mutter sehr gut. Der genomische Zuchtwert mit 102, genauso wie man sich's wünscht. Sonst gefällt mir der Stier sehr gut im Profil. Den Fruchtbarkeitswert muss man sicher im Auge behalten. Aber grundsätzlich gilt natürlich, dass man einfach breit streut, gerade bei den genomischen Vererbern, also Vesteras als Braunviehzüchter einsetzen, aber sicher nicht im Übermaß, wie es aber für alle jungen Bullen gilt.
So, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und dann zu den Holsteins.